Hey, was geht ab? Ich bin's, dein Big Boy Döbelinski, und ich zeige dir jetzt, wie man ein DJ-Setup im Clubraum macht. Und zwar schalten wir für das als erstes den Strom bei der markierten Sicherung ein. Dann geben wir dem Gerät 1-2 Minuten Zeit zum Aufstarten und sich mit dem WLAN verbinden. Wenn wir das gemacht haben, können wir das Tablet aus dem Production Rack holen und dort das Showfile laden, das wir brauchen. Sowohl zum Showfile wie auch zum Production Rack gibt es separate Videos, die das genauer erklären. Wenn wir das gemacht haben, dann können wir am Lake das Preset laden, das wir brauchen. In unserem Fall ist das links, rechts, sub, front, fill. Auch dazu, wie man das Preset ladet, gibt es ein separates Video. Wenn wir das gemacht haben, dann muten wir zuerst mal alle Ausgänge am Lake. Dafür drücken wir auf Mute Enable und dann auf die einzelnen Ausgänge. Wenn sie rot sind, sind sie gemutet. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr wieder aus Mute Enable rausgehen. Jetzt verbinden wir den Ausgang vom X32 Rack mit dem Eingang vom Lake. Die Peitsche dafür hängt eigentlich immer am X32 Rack. Wenn nicht, hängt sie wahrscheinlich nebendran an der Wand. Da können wir Left, Right, Sub und Center auf die gleichnamigen Eingänge stecken. Left, Right, Sub und Center. Jetzt sind wir mit unserem Ausgang vom Mischpult mit der Anlage verbunden und können eigentlich anfangen, den DJ aufzubauen. Das Material dazu ist hier im Schrank. Da haben wir sowohl CDJs wie DJ-Mixer, wie auch Plattenspieler und unter anderem auch die Aktivboxen fürs Monitoring vom DJ. Die ganzen Stromkabel und XLR-Kabel sind hier hinter mir an der Wand. Aber auch dazu gibt es nochmal ein detailliertes Video. Wir sind jetzt eigentlich ready und ich habe mir meinen treuen Gehilfe, den Slimfit Sam, geholt, um mit ihm zusammen den DJ aufzubauen. Let's go! So, jetzt, wo wir unseren DJ fertig aufgebaut haben, gibt es noch ein, zwei nützliche Sachen zum Wissen. Zum einen gibt es im Production Rack die coolen Jack auf XLR Adapter, damit ihr vom Booth-Ausgang auf die Aktivmonitoren adaptieren könnt. Ein detailliertes Video zum Production Rack gibt es auch. Zudem ist es sehr hilfreich, wenn ihr zum Verkabeln vom DJ das Mucko benutzt, weil es hat direkt Strom und 4 XLR-Linien. Somit habt ihr dann nur noch ein Kabel, das von eurem DJ-Tisch weggeht und nicht irgendein grosser Kabelwirrwarr. Das Mucko stecken wir dann in unsere Center Stage Box. Am Boden legen wir das Kabel in eine Kabelbrücke, damit niemand drüber geht. Und dann stecken wir es bei der Center Stage Box unter der Bühne ein. Da haben wir es links, rechts vom DJ und den Strom. Eine detaillierte Beschreibung von der Center Stage Box findet ihr im Video über den Signalfluss. Falls euer Monitor rauscht, so wie jetzt, dann könnt ihr das daran liegen, dass er auf Mic gestellt ist, anstatt auf Line. Für das dreht ihr zuerst mal das Gain ab und geht dann mit dem Rädchen auf A, wenn ihr auf A eingesteckt habt. Enter. Stellt auf Line. Wieder Enter. Dann könnt ihr das Gain wieder aufdrehen auf 0. So, jetzt, wo wir den DJ vor der Bühne fertig verkabelt haben, können wir das Signal noch von der Patchbay aufs X32 abpatchen. Es gibt auch ein detailliertes Video, wie Patchbay funktioniert, falls dich das interessiert. Wir nehmen dafür eine Peitsche vom Haken an der Wand und patchen Kanal 1 und 2 von der Patchbay auf Kanal 1 und 2 vom X32 Rack.
Wenn wir jetzt zum Beispiel für ein Clubbüro-Showfile noch zwei Funkmikrofone patchen möchten, können wir vom Funkrack mit zwei Kabeln über auf Kanal 5 und 6 vom X32-Rack. Jetzt haben wir all unsere Eingänge auf das X32-Rack gepatcht. Als nächstes ziehen wir auf dem Tablet schnell den Masterfader ab, damit wir sicher sind, dass nichts aus dem Mischpult rauskommt. Dann können wir als nächstes den Lake entmuten. Für das drücken wir wieder Mute Enable, wählen die Ausgänge an, dass sie wieder grün sind und gehen dann aus Mute Enable wieder raus. Zum Schluss können wir vorsichtig den Masterfader auf dem Tablet wieder aufziehen und sind somit scharf geschaltet. Wenn wir jetzt das DJ-Set noch aufnehmen wollen, gibt es die Möglichkeit, das mit einem USB-Stick zu machen. Für das braucht ihr einen USB-Stick, der genug Speicherplatz hat und FAT32 formatiert ist. Den könnt ihr auch im X32-Rack beim USB-Slot einstecken. Und dann drückt ihr auf den Knopf, der USB steht. Dann kommen wir in den Recorder rein und wie ihr hier seht, nehmt ihr den Master links-rechts auf. Das heisst, das Stereosignal, das aus eurem Mischpult rausgeht, wird hier aufgenommen. Dann müsst ihr nur noch auf den Record-Knopf drücken und dann läuft es. Somit sind wir eigentlich ready und euer DJ-Setup ist komplett.